wollen wir Bürger beteiligen. Das ist ja unser Ziel. Deshalb haben wir ja diese repräsentative Demokratie. Deshalb haben wir unsere Gemeinderatsgremien, die öffentlich tagen. Deshalb haben wir unsere Kreisräte und unsere Landräte, die dafür sorgen, dass die Bürger ernst genommen werden, dass ihnen zugehört wird. Aber jetzt muss ich lesen vom Herrn Wölfle, dass die... Jetzt muss ich lesen, dass die Bürger, Zitat, dass die Bürger keinen Ersatz für die verpasste Beteiligung zu Stuttgart 21 brauchen, wenn es um die Neuentwicklung der Stadtgebiete, die durch die Gleisfelder gebaut werden können, geht. Also, lieber Herr Wölfle, Ihre Bevormundung, die brauchen wir hier nicht. Das entscheiden nicht Sie, Herr Wölfle, wann die Bürger beteiligt werden sollen und wann sie nicht beteiligt werden sollen. Sie entscheiden das nicht. Sie werden auch unsere Stuttgarter Bürger nicht entmündigen. Bei diesem Artikel hatte ich natürlich den Eindruck, weil unser OB Dr. Schuster ein bisschen besser und ein bisschen schneller war. Deshalb sind die anderen halt neidisch, dass sie nicht selber auf den Gedanken gekommen sind. Aber so ist es eben. Lieber Herr Landrat Meyer, wir freuen uns, dass Sie da sind und aus Ihrer Erfahrung der Bürgernähe und der Bürgerzuwendung und der Bürgerbeteiligung im Landkreis Böblingen jetzt auch in dieses Stuttgart 21-Projekt hereinsprechen. Herzlich willkommen.